Wir kommen zur nächsten Urkunde. In diesem Video möchte ich einmal die Stover Flieger ohne Logo an verschiedenen Armbändern präsentieren. Dieses Modell erinnert an die Beobachtungsuhren aus eigenem Hause, die Stover bereits in den 30er und 40er Jahren produziert hat. Baumuster A, also eine sehr klar, sehr einfach gehaltene Fliegeruhr mit diesen großen arabischen Ziffern und dem obligatorischen Fliegerdreieck. Eine Uhr, die sich an verschiedenartigen Armbändern gut macht und jeweils an diesen Armbändern eine ganz eigene Wirkung entfaltet, zu einer ganz anderen Uhr wird. Hier habe ich das von mir serienmäßig erworbene Lederband im alten Stil, so hieß es damals bei Stover, vielleicht heißt es auch immer noch so, ein klassisches Fliegerarmband mit dieser obligatorischen Doppelvernietung an den Bandanstößen und in diesem Fall mit einer Stover Butterfly-Schließer ausgestattet. Sehr hochwertige Schließe, gute Hardware, hier das Stover-Logo eingraviert. Das Band selbst besteht aus einfachem, nicht zu dickem Leder, das sich auch gut um das Handgelenk schmiegt. Hier die Stover-Flieger ohne Logo am Handgelenk, an diesem Lederarmband im alten Stil. Ein ganz klassischer, etwas rustikaler Look, wie es sich für eine Fliegeruhr, eine Beobachtungsuhr gebührt. Einen ganz anderen Eindruck macht die Stover Flieger ohne Logo an einem Milanese-Band. Eine gar nicht mal so ungewöhnliche Wahl für eine Beobachtungsuhr. Auch Stover selbst bietet die Flieger ohne Logo gegen einen kleinen Aufpreis am Milanese-Armband an. Das hier ist nicht das Original Stover-Band, das ist ein von mir nachträglich montiertes Milanese-Band. Wobei hier auch zu beachten ist, dass ich ein Band mit polierten Gliedern gewählt habe, die etwas kontrastierend zur gebürsteten bzw. handgeschliffenen Oberfläche dieser Stover-Flieger steht. Ich finde auch dieser scheinbare Gegensatz ergibt ein sehr eigenständiges, aber auch sehr stimmiges Gesamtbild. Mir gefällt die Flieger von Stover, die ja auch mit ihren kompakten Abmessungen von 40 mm Gehäusedurchmesser und der moderaten Horn-zu-Horn-Länge für eine Fliegeruhr vergleichsweise filigran gehalten ist, auch an diesem Armband sehr gut. Er hält beinahe schon eine Art Dresswatch-Charakter. Am Handgelenk haben wir eine fast schon, na, ich will nicht sagen anzugtaugliche, aber doch vergleichsweise filigrane Uhr, wenn wir sie an das Milanese-Band, an dem Milanese-Band befestigen. Im Gegensatz zum vorherigen Milanese-Band, wiederum deutlich rustikaler, wirkt dieses klassische kräftige Fliegerarmband mit Unterlagsscheibe. Eine traditionelle Kombination Beobachtungsuhren mit solchen Armbändern mit dieser zusätzlichen Lederunterlagsscheibe auszustatten. Damit bekommt diese von Stover ja im Abwerk recht kompakt, recht filigran gefertigte Uhr einen etwas massiveren Eindruck. Es ist kein Original Stover Armband, ich habe es nachträglich montiert. Hier habe ich eine Stover Schließe dran gemacht, auch gebürstet, ebenso wie die Uhr, um das Ganze stimmig in Einklang zu bringen. Ja, der Hersteller dieses Armbandes ist Deloy. Ein sehr günstiges, aber nach meinen bisherigen Erfahrungen mit diesem Hersteller sehr angenehmes, gut zu tragendes, aus geschmeidigem Leder gefertigtes Armband, das auch eine recht gute Haltbarkeit aufweist. Dieses Armband konkret ist neu, aber andere Armbänder dieses Herstellers, die ich hatte, schlagen sich bisher auch nach einigen Monaten noch sehr gut. Wir haben hier grob genarbtes Leder in ganz dunklem Braunton, das sich zu dieser
Flieger ohne Logo, wie ich finde, sehr gut macht. Auch am Armband haben wir an diesem, auch am Handgelenk haben wir an diesem Armband natürlich eine deutlich wuchtigere, etwas rustikalere Wirkung. Soweit ich weiß, liegen Uhren, die ab Werk, also viele Quarzuhren, die ab Werk mit vergleichbaren Lederarmbändern ausgeliefert werden, ziemlich im Trend. Hat man dieses Stova an diesem Armband? Denken vielleicht einige Beobachter erst, man hätte ja sich so eine trendy Quarzuhr zugelegt. Da muss ja niemand wissen, dass in Wirklichkeit ein in dem Fall sogar Chronometer-zertifiziertes Stück an diesem Handgelenk hängt, an diesem Armband hängt. Ich sehe gerade, dass ich die Uhr noch gar nicht zum Laufen gebracht habe. So wirkt das Ganze natürlich gleich viel lebendiger. Hier mit der nachträglich montierten Stover-Schließe. Dies war die aktuelle Urkunde. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal und besucht auch mal meinen Blog. Und denkt daran, für Uhren ist immer Zeit.